Der Sparer erlebt, dass seine Sparvernunft wirtschaftlich zur Unvernunft wird. Er verliert sein Sparkapital als Ertragsquelle durch die Nullzinspolitik und ihm wird ein Teil der Substanz seines Sparertrages weggenommen durch die Negativzinspolitik. Dadurch wird er in seinem Eigentum verletzt, das ihn berechtigt, sein Eigentum zu nutzen, zum Erwerb. Und er wird gleichheitsrechtlich gekränkt, weil er benachteiligt wird, während andere Anlageformen, etwa Aktien und Fonds, einen großen Aufschwung erleben. Es läuft nicht rund, dass die Europäische Zentralbank ihren ganz besonderen, in Unabhängigkeit zu erfüllenden Auftrag, nämlich den Geldwert zu stabilisieren, dass sie diesen Auftrag nicht erfüllt, sondern allgemeine Wirtschaftspolitik zu machen versucht. Sie will das Bankenwesen verändern, sie will die Staaten in ihrer Schwäche finanzieren und damit überschreitet sie ihren vertraglichen Auftrag, den die Mitgliedstaaten ihr gegeben haben. Sie verletzt das Recht zum Nachteil der Sparer und sie weckt Erwartungen, insbesondere bei den Staaten, die sich weiterhin billiges Geld, sogar subventioniertes Geld erhoffen, eine Erwartung, die nicht erfüllt werden kann. Wir brauchen den großen Wendepunkt. Wir haben uns völlig verheddert im Unrecht und jetzt muss der Sparer wieder erleben, erstens, dass er mit seinem Sparkapital Erträge erzielen kann, zweitens, dass die Staaten, weil es das Gesetz so befiehlt, auf weitere Neuverschuldung verzichtet und drittens, dass Euro gleich Euro ist. Er wird in seinem Spareuro in gleicher Weise geschützt wie etwa der andere, der Aktienerträge bekommt in Euro oder Gehälter oder Boni. Dieser Umbruch, der muss beginnen. Wir können nicht gleich vom Unrecht Verschuldung 200% auf 60% springen, aber wir müssen ersichtlich beginnen, Schritt für Schritt zurück zum Recht, zur Gediegenheit, zur Währungsstabilität.